Der eine Laden wirtschaftet nicht, deswegen habe ich den jetzt ausgelassen erstmal. Ja, ach, das war der da, wo ich eben war, ne? Ja, das ist kein Wunder, dass da nichts ist. Hier auch nochmal 3000 erstmal ins Unternehmen reinstecken. Nicht bei 16.000. Jetzt machen wir das ein bisschen lustig, denn jetzt gucke ich erstmal, in welchen Laden ich rein möchte, beziehungsweise in welchen Laden ich rein muss, um zu sehen, wo ich das hinüberweise alles. Dann gehe ich wieder zum Hauptquartier, überweise das Geld. Und dann gucken wir weiter. So, du, nein, dich lasse ich auf jeden Fall laufen. Da war ich vor 11 Tagen, das ist aber auch noch okay. Du, da muss ich mich sowieso mal drum kümmern, das ist eine Katastrophe. Lass ich auch laufen. Also in die großen brauche ich nicht rein. Das ist schon mal gut. In dem kleinen war ich gerade. Was machst du? Minus 900. Das ist natürlich nicht so gut. Sagen wir es so, wie es ist. Das ist belastend. Und hier. Du musst auch noch gewinnen. Und bei euch ist eigentlich auch alles gut. Dann gehe ich doch in den Laden und mach da noch einen Tag. Überweist ihm jetzt auch das Geld, dann hat der nämlich. Ich überweise ihm aber nicht viel Geld. Ich überweise dem 6.000 davon nur. Also was heißt nur 6.000? Das ist eine Menge Kohle, ne? Aber dann kann ich, glaube ich, den. Sinn und Zweck ist es jetzt nicht, das Mindestlager zu erhöhen oder sonst irgendwas, sondern wenn ich dem jetzt 6.000 gebe. Dass ich die Kredite zurückbezahlen kann. Das ist jetzt Ziel des Tages sozusagen. Das ist eigentlich ganz nice. Dann habe ich nämlich jetzt einen Tag in diesem Laden ganz entspannt, kann da mithelfen und kann auch selber Kunden beraten. Dann müsste der im Plus sein. Und dann haben wir auch genug für den Ausbau des nächsten Ladens, weil das war ein bisschen wenig Geld, Tatsache. Und dann gehen wir direkt in den nächsten Laden rein, um den auszubauen. Dafür gehen wir erst einmal dann. Weiß nicht, was in dem Damenmodegeschäft los ist. Das ist irgendwie komisch. Aber ich akzeptiere das. Also was soll ich machen? Ich kann es ja auch nur akzeptieren, ne? So, dann gehe ich jetzt zur Kasse. Mach die auf. Ich bin jetzt hier euer Kassierer. Vielleicht braucht ihr keinen Kassierer gerade. Sondern eher. Ich mach mal den Begrüßer, glaube ich, am Morgen, ne, wenn hier keiner da ist. Hoppala. Rausgetappt. Nein! Mit Sonic Speed ist nicht so einfach. Ey, ich hab mit dir geredet. Guten Tag, kommen Sie rein, ja. Mit Ihnen rede ich jetzt aber. Wir haben Computer. Könnte ich dringend gebrauchen. Ja, das klingt doch super. Bitteschön, Sie dürfen rein, Sie dürfen rein. Willkommen zurück, Louis. Sie dürfen rein, Sie dürfen rein. Kommen Sie rein, können Sie raus. Jetzt habe ich hier eine Ablöse. Mein Gott. Was kann ich denn hier im Laden brauchen? Ich habe zwei Kassierer. Sicherheit könnte ich machen, ne? Ja, oder Begrüßer halt, ne? Ich mache Begrüßer. Ich bin heute hier vorm Laden aktiv. Ich helfe meinem Begrüßer. Davon ist heute irgendwie nur einer da. Ach, ein bisschen wenig. Aber ich möchte auch irgendwie gar niemand beraten werden. Das ist ein bisschen traurig. Computer! Könnte ich einen Blick drauf werfen? Sehr gerne. Achso, ich dachte, wir haben ineinander gestanden. Ich dachte, tut mir leid. Das war eine dumme Beratung von mir. Manu!
Wir müssen auch noch hier beraten üben. Ganz dringend. Oh mein Gott, die Tops, die muss ich auch mal wieder sortieren, ey. Wollte die Commands auseinanderziehen. Lucy 478. Oh, da sind auf jeden Fall auch wieder Bots drin. Die muss ich rausnehmen, ganz dringend. Das ist richtig doof. Können Sie bitte nicht klauen? Ich muss die Bots rausnehmen. Tut mir leid, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, auf welcher Position du jetzt wirklich bist, Louis. Ich müsste mir auch mal so eine Liste aufstellen, wo ich sehe, was jetzt alles genau Bots sind, um die gezielt rauszunehmen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich so überflüssig. Das ist so gemein in diesem Laden. Ich will begrüßen, aber die Leute wollen nicht begrüßt werden. Und wenn, dann habe ich hier Begrüßer vorne. An der Kasse sind auch zwei. Kann ich Werbung machen? Lass mich doch mal durch hier. Warum ist das denn noch alles leer? Die Konsolen könnte ich auch noch nach. Das muss ich auch noch bestellen, ne? Guck mal hier. Hier kann ich arbeiten. Benutzen. Aufgabe fortsetzen. Hier hat doch jemand nicht zu Ende geschrieben. Machen wir mal Marketing ein bisschen. Die nächste Schicht kommt. Natürlich nehme ich jetzt der nächsten Schicht auch wieder Job weg, ne? Aber ist auch egal. Technisch sein, finde ich auch gut. Als Beschäftigung. So. Foren öffnen. Ach, ich habe jetzt keinen Bock auf Werbung. Werbung ist so langweilig. Ich mache jetzt heute so alles. Ich habe heute den Begrüßer gemacht. Kassierer war ich kurz. Ja, das Einzige, was ich nicht machen kann, ist Auffüller, weil ich nicht weiß, welche Ware da sind, bevor ich mich jetzt in den Regalen durchprobiere. Das ist auch, man kann auch eine Google-Tabelle machen mit einem Link dazu, dass man hier User auf welchem Platz sie sind. Ja, aber das Problem ist, wenn ich die so eine User-Tabelle mache, dann muss ich die ja manuell aktuell halten. Und das Problem ist, dass ich dazu nicht genug Zeit haben werde. Also ich werde es nicht schaffen, nach jedem Stream zu gucken, wer war im Lurk, wer war da. Dann müsste ich ja die ganzen Viewerlisten durchgehen, gucken, bei wem hat sich was verändert. Und dann müsste ich ja jeden Viewer immer durchgehen. Außer man kann das irgendwie machen, dass sie sich automatisch aktualisieren, aber das kenne ich nicht. Und für eine Google Doc dafür hätte ich zu wenig Zeit, um das anzulegen. Ich hätte ehrlich gesagt Angst davor, dass ich in den Laden zu gehen, weil ich Angst vor Spinnen habe. Ja, gut, es ist. Ja, wenn man Angst vor Spinnen hat, ist der Laden vielleicht nichts für einen, ne? Aber sonst sind hier keine Spinnen drin. Dafür sorge ich. Sonst ist es ein sehr spinnenfreier Laden. Ich weiß nicht, ob dich das beruhigt, aber. Das versuche ich schon. Vernünftig zu handhaben. Das ist ja nur eine Logospinne. Ich habe mit meinem Herrenbekleidungsgeschäft auch schon die Schlange bedient. Und mit, ich glaube, mit der Damenbekleidung, mit der Möwe, da habe ich nicht so viele Angst vor, aber es kann natürlich auch sein. Also, ich weiß es nicht, ne? Einmal pro Monat würde ja reichen. Ja, das würde rein theoretisch würde das gehen, aber das ist natürlich auch wenn man das nur einmal im Monat macht, man darf das nicht unterschätzen, das ist irre viel Arbeit, sich durch diese Listen durchzuquälen. Und es ist einfacher, Tatsache, ab und zu irgendwie alle halbe Jahr mal die Bots rauszunehmen. Es gibt Botlisten im Internet, da musst du nämlich einfach nur das musst du nur auf muss ich nur auf Löschen drücken. Das ist viel einfacher als eine eigene Liste zu machen. Aber ich muss halt dran denken und ihr kennt mich. Sowas vergesse ich doch ganz gerne. Apropos Spinne, ich hatte gestern eine im Saal. Okay. Also
Ich gebe zu, in meinem Essen brauche ich Spinnen jetzt auch nicht. Ich habe kein Problem mit Spinnen, ne? Aber in meinem Essen müssen Spinnen jetzt auch nicht sein. Das finde ich jetzt auch ein bisschen. Das wäre nicht meine Welt. Ich glaube, ich würde auch aufhören zu essen. Ich bin auch so ein Kunde, wenn ich irgendwas im Supermarkt sehe, dass da irgendwas ist oder so. Ich gebe das ab. Ich nehme das aus dem Regal und sage, hier ist was drin. Ich finde das nicht lecker. So, jetzt haben wir die Kredite zurückbezahlt. Und damit hoffentlich in einem Plus jetzt gelandet. Denn noch einen Tag möchte ich in dem Laden eigentlich nicht verbringen. War eine kleine, aber trotzdem, ja, das ist egal. Das ist genau wie wenn ich in einem Restaurant bin zum Beispiel und gutes Essen erwarte und dann ist da ein Haar in meinem Essen. Dann bin ich auch nicht mehr gut gelaunt. So. Wenn ich in einem Restaurant esse, hat da kein Haar drin zu sein in dem Essen. Weil, ich meine, ich bezahle für die Qualität auch irgendwie Geld. Gibt ja auch so sinnlose Statistik, dass man pro Jahr mindestens eine Spinne in der Nacht isst, ohne es zu merken. Jedem Spinnenphobiker, da kann ich ganz beruhigt gegensteuern. Das ist nicht der Fall. Ihr esst keine Spinnen in der Nacht, ohne das zu merken. Also, da kann ich vielleicht beruhigend wirken. Das passiert nicht. Neu verhandeln. Wir sind bei minus 13% ungefähr. Das ist mir vollkommen egal, aber nee, ich kann jetzt so, ich kann jetzt, das Blöde ist, ich weiß, die Verhandlungen scheitern jetzt, sie werden jetzt wahrscheinlich auch noch öfter scheitern, aber ich kann die so rigoros angehen, weil ich halt einen Vertrag von minus 13% habe und alles darüber sowieso nicht akzeptiere. Also, dementsprechend kann ich einfach sagen, ich komme irgendwie dahin, oder? Weil, wenn der jetzt schon wütend ist und bei minus 3% aufhört, wird das sowieso nichts. Und alle guten Dinge sind drei, wir probieren das heute dreimal und dann am nächsten Tag lassen wir den Tag verstreichen und dann machen wir es nochmal. Obwohl, ich glaube, vielleicht ist der ein bisschen entspannter, wenn man mehr Zeit vergehen lässt. Ich weiß es nicht so genau. Ja, der ist schon genervt. Kann ich noch einmal? Das ist die Frage. Kann ich noch einmal oder nicht? Nee, ich nehme die minus 16% an. Das ist erstmal eine Steigerung, es ist billiger und jetzt habe ich erstmal den Rabatt von 16%. Und auf 20 kann ich immer noch kommen später. So spare ich erstmal wieder Geld. Zwar nur 300, aber 300 sind 300. Das ist eine Menge. Ich habe auch gerade meinen Plan irgendwie. Habe ich ihn geändert? Ich weiß es. Ich weiß schon nicht, was ich machen möchte, so genau jetzt hier. Also möchte ich jetzt erst das Mindestbestelllager hochpacken, dass in dem Laden immer alles ist? Oder möchte ich den Laden jetzt erst vollständig machen? Oder möchte ich jetzt den nächsten Laden ausbauen? Das ist halt irgendwie so einfach gerade. Ich hätte eigentlich mehr Bock in den nächsten Laden zu gehen, muss ich gestehen. Also, aber der macht noch Minus, der Laden gerade. Das gefällt mir natürlich gar nicht.
Deswegen, ich lasse einfach mal das erstmal. Ich lasse den Laden erstmal ruhig Minus machen, das ist okay. Ich möchte in den nächsten Laden reingehen. So, es ist einfach. Ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass ich jetzt diese Entscheidung treffe. Aber ich habe Bock, ein bisschen was auszubauen. Und um den Laden können wir uns immer noch kümmern. So, dann bekommst du mal 11.000 ruhig. Das ist schon okay. Hast du nämlich 16.000. Ich baue ich als nächstes aus. Let's go. Das wärst dann du? Ja. Dann macht der Laden halt erstmal ein bisschen Minus. Ich kann es nicht ändern. Das ist jetzt halt dann so. Aber ich möchte von diesen Mini-Läden weg. Weil, guck dir mal, was das für ein Unterschied ist. Eben in so einem riesen Laden gestanden und jetzt in so einem Mini-Mini-Laden gestanden. Und solange wie das alles irgendwie funktioniert, ist mir das auch eigentlich egal. Also hopp, 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 hopp. Wo sind meine Mitarbeiter? Da sind meine Mitarbeiter. Ja, sehr schön. Das klingelt doch schon in meinen Ohren hier. Ich höre doch dieses Katsching, Katsching. So, damit der heutige Tag nicht ungenutzt ist, kümmere ich mich direkt um die Lichtanlage, die so nicht mehr tragbar ist, weil ich die Krise kriege, wenn das so ist. Dann muss ich das nämlich gleich nicht machen. Bearbeiten. Das Licht wird verschoben. Das Lager ist voll und ein bisschen habe ich damit jetzt nicht jetzt schon Probleme. Ja, ihr bekommt gleich. Ne, ihr bekommt jetzt. Damit der Tag vernünftig läuft. Okay, ihr habt auch ein Minilager. Warum ist denn euer Lager so mini? Alter, das ist ja. Das Lager ist sogar zu klein für noch ein Regal. Richtig traurig einfach. Hier. So, das gebe ich euch direkt, denn das ist sinnvoll. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei dem Licht, was ich passend mache, genau. Denn ich möchte das natürlich einheitlich haben und nicht so konfus, wie das bislang war. Wird das von mir als Geschäftsleitung nicht mehr akzeptiert. Warum auch immer ich das damals nicht einfach gleich vernünftig gemacht habe, sondern das einfach erstmal so komplett random platziert habe. Ja, das frage ich mich schon. Also, warum habe ich das so komplett random gemacht? Alles klar, Louis, viel Spaß in Lörg. Hau rein. Bis später. Und dir war dir auch viel Spaß im Lurk. Haut rein, ihr zwei. So. Damit das hier nicht alles in Kartons wandert. Thanks.
Leute, lass mich mal bitte. Aber ich habe keinen Bock, dass das in Kartons geht. Deswegen tauschen wir das einfach einmal so ein bisschen durch. Hey, ich dachte, da wäre was gewesen. Da war nichts. Na toll. Jetzt habe ich falsch getauscht. Glaube ich auch noch weg. Ich mache so viel von dieser Wand weg wie nötig. Wie möglich. Nicht wie nötig. Wie möglich natürlich. Weil ich nicht genau weiß, wie viel von dieser Wand übrig bleibt. Das soll ja aber hoffentlich nicht das Problem sein, dass wir hier. Mann! Lassen Sie mich durch! Dankeschön. So. Nö. Kann ich nicht helfen. Ich muss das Lager auch ganz dringend vergrößern mit dem Geld. Also sonst, das überlebt der Laden sonst nicht. Vielleicht ist das auch das Problem mit dem anderen. Dass ich da im Moment noch ein zu kleines Lager habe. Wir müssen die Problemstellen auf jeden Fall einkreisen irgendwie und das uns angucken. Aber das geht hoffentlich jetzt zügig. Ich möchte in diesen Läden nicht mehr jetzt so unglaublich viel Zeit verbringen, um die zu erweitern. Und mich triggert das auch ungemein, dass dieser Arthrox-Laden jetzt minus 90 macht und nicht plus, aber es ist mir jetzt egal. Weil ich will da jetzt nicht jetzt 80 Jahre in diesem Laden wieder rumgurken, bis der Plus macht, nur weil sie meinen, nichts zu verkaufen. Nee, ich habe auch keine. Ich habe nicht mal eine Sekunde. Hier ist eine Möhre. Verbrecher haben ja keine Chance, wenn alle Mitarbeiter da sind von mir. Nope. Ich habe keine Minute. Ja, und hier müssen wir das Mindestbestelllager erhöhen, auch ganz dringend hier, die kurzen Hosen. Also vielleicht müssen wir es nicht erhöhen, weil ja jetzt auch mehr Auslagen kommen. Das ist immer so eine Frage, ne? Muss ich das wirklich erhöhen, wenn wir sowieso erstmal eine größere Auswahl nur schaffen? Da kann halt noch alles passieren, ne? Wir werden sehen, was jetzt in diesem Tag passiert ist. Fortsetzen. 28.000 haben wir noch. Das ist tendenziell nicht verkehrt. Und nur zwei E-Mails. Du bekommst einen freien Tag und wenn du dich krank fühlst, ist das vollkommen legitim und okay. Jetzt machen wir das Mindestbestelllager hoch. Also beziehungsweise kaufen das. Wir machen das nicht hoch. Jetzt haben wir noch 20.000 über. Ja, 2.000, das ist so der Standardgewinn von den Standardgewinnmodellen, ne? Von diesem Laden, der jetzt sehr klein erweitert wird.
Also er wird wirklich nur minimal vergrößert. Wie ihr seht. Und das kostet auch nur 12.000 sogar. Kann ich noch einen Nagel hinzufügen, ein bisschen mehr. Der Mitarbeiterraum passt auch nicht. Da muss ich auch gleich mal, ich muss auch gleich mal in den Mitarbeiterraum reingehen. Das geht ja gar nicht. Minimal erweitert. Sieht gleich ganz furchtbar aus. Ich sag's euch, also wenn ihr gleich das seht, wie unglaublich schön dieser Laden aussieht, ist eine Katastrophe. Aber es gehört jetzt halt dazu.